Wenn man eins trinkt, dann trinkt man zwei, dann ist man in der Gesellschaft, dann werden es drei und dann ist es eh schon wurscht. Ja, und dann ist also den Doppelten halt der nächste Doppelte und irgendwann habe ich gesagt, lass die Flaschen da stehen. Ne? Das war jetzt mein erster Rückfall. Wenn ich jetzt so weitermache, ja, dann lande ich wirklich definitiv auf der Straße. Ich habe in der Früh ein viel mehr gebracht. Weil sonst bin ich nicht ganz ruhig. Ich habe ihm gesagt, jetzt fährt bald der Zug ab, weil ich halte das nicht mehr lang aus. Das waren Szenen aus einer Am Schauplatz-Reportage über Alkoholiker, die gegen ihre Sucht ankämpfen. Auch in stationären Einrichtungen wie dieser hier. Vor 14 Monaten haben wir die Sendung ausgestrahlt und damals hat es am Ende nach einem Happy End ausgeschaut. Aber viele der Geschichten, die wir Ihnen zeigen, sind nach 45 Minuten noch nicht fertig erzählt. Lösungen, die sich abzeichnen, kommen dann mitunter doch nicht zustande. Und in scheinbar aussichtslosen Fällen gibt es dann mitunter wiederum ein kleines Wunder. Und dann versuchen wir, diese neuen Entwicklungen in einem Nachgefragt zu dokumentieren. Für heute hat mein Kollege Florian Berger recherchiert, was eigentlich aus Alexander und Günther geworden ist. Den beiden Männern, die er bei ihrem Entzug begleitet hat und die sich am Ende beide ziemlich sicher waren, dass sie es diesmal schaffen, trocken zu bleiben. Aber haben sie wirklich durchgehalten? Da mach Platz wieder, komm. Schön hinschauen da. Weiß ich. Ich glaube, dass ich jetzt noch geschwind die Wochen ein bisschen mehr trinken muss. Weil ich weiß, dann ist es aus und aus. Nicht? Es ist Februar 2015, als wir Günther zum ersten Mal treffen. Er hat getrunken, wie jeden Tag. Aber eigentlich merkt man ihm das gar nicht an. Es ist verschieden, je nachdem. Einmal sind es 2 Liter Wein, einmal ist dann nur am Tag ein Bier. Und es ist je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Nicht? Ob man nun Alkoholiker ist oder nicht, entscheidet aber nicht allein die Alkoholmenge, sondern welche Rolle der Alkohol im Alltag einnimmt. Bei Günther spielt er die Hauptrolle. Ja, es wird schon warm. Meine Frau hat mir ein schönes Hefel gekauft. Schau das an. Du musst es uns sagen. Der gelernte Fleischhauer hat 14 Geschwister. Fast täglich kommen Verwandte vorbei. Alkohol wird aber schon lange nicht mehr getrunken. Man weiß, dass das für Günther nicht gut wäre. Also muss er heimlich trinken. Auf das ganze Haus hat Günther seine Geheimverstecke verteilt. Wenn seine Ehefrau Melita die Flaschen findet, werden sie sofort entsorgt. Eine Fantasie musst du haben. Fantasie. Einmal ist da drin, einmal ist da drin, da in der Kuchel, wo das ist. Manchmal hat er da ein Kastel drin versteckt, aber ich bin mir, die kann nicht mehr, habe ich gesagt, zum Suchen. Habe ich so einen Psychologen auch gesagt, die kann nicht mehr. Ich bin fertig, die Sucherei. Er ist nicht bösartig, nichts, Gott sei Dank nicht. Weil sonst hätte ich ihm schon raus. Und war schon ausgewundert. Du hast mir schon ein paar meinen Koffer gepackt. Fast. Ja. Melita ist Putzfrau. Günther und sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt. 1985 wurde dann geheiratet. Über Günthers Krankheit wird hier sehr offen diskutiert. Nicht selten gibt es von der Verwandtschaft auch Beziehungstipps. Miteinander und nicht einen anderen ausspülen. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch jetzt für die Zukunft ganz wichtig. Und da sind jetzt viele Fehler passiert. Jetzt. Ja. Das ist, ich merke es ja, Günther. Sicher. Ich merke es ja. Ich merke es. Ich habe dir gesagt. Das tut mir so viel. Er ist der Papa und er, auch wenn er trinkt bleiben, und es ist krank, er wird immer bleiben und er hat die Kinder genauso gern, genauso wie du. Aber das gehört miteinander. Ja, nicht die Kinder ausspülen irgendwie. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber natürlich dauert das jetzt, das ist eh klar. Hat jetzt zu viel angesammelt und
Das dauert jetzt dann. Aber da müsst ihr, wenn ihr miteinander arbeitet, dann funktioniert das. Wirklich. Glaub mir das. Eine Faschingsfeier der etwas anderen Art. Erwachsene Männer, die vollkommen nüchtern Karaoke singen, das kommt zumindest in Österreich eher selten vor. Wir sind in einem Schloss in Hochwolkersdorf beim Verein Reintegration. Die Männer, die wir hier treffen, waren alle einmal schwere Trinker. Ein Alltag ohne Alkohol war für sie undenkbar. Hier sollen sie lernen, wie ein geregelter Alltag ohne die Droge funktionieren könnte. Die Therapie dauert ein Jahr. Ich mag diese ganzen gezwungenen Anlässe nicht. Muttertag, Fasching, wo man dir vorgibt, wann hast du lustig zu sein oder an deine Mama zu denken. Alexander Rustami ist heute 40. Bis vor 3 Jahren habe er keinen Schluck Alkohol getrunken, erzählt er uns. Doch dann sei in seinem Leben plötzlich alles schiefgelaufen. Er hatte einen Motorradunfall, man entdeckte einen Tumor in seinem Rücken, die Ehe scheiterte. Und dann starb auch noch die geliebte Großmutter, sein einziger familiärer Halt. So, jetzt wird's spannend. Das ist nämlich gar nicht so leicht, so ein Damenkleidchen anzuziehen. Ich bin ganz sicher ziemlich schwere Persönlichkeit. Schwer jetzt nicht in Form von Gewicht, da bin ich sicher, sehe ich jetzt nicht der umgänglichste. Bei mir gibt es, glaube ich, das Mittelding nicht. Entweder man kann mich leiden, man mag mich, oder man geht mal aus dem Weg und sagt, na, pff, mit dem kann ich überhaupt nicht. Ja. Bin, glaube ich, jetzt nicht wirklich ein Sympathieträger. Bin zwar ein gut gelaunter Kerl, aber ja, sehr charismatisch, habe meine Eigenheiten, bin ein bisschen zickig manchmal und natürlich absolut stur, Sturkopf. Ja. Alexander erwartet keine Hilfe von anderen. Er findet, jeder müsse sich selbst helfen. Er ist in einem Kinderheim aufgewachsen, in Pitten in Niederösterreich. Liebe gab es dort keine, Hiebe schon. Ich bin nicht eine Nacht nackt in der Unterhose im Winter auf irgendwelchen Metallgittern gekniet oder ja, von Ohrfeigen angefangen bis hin über alles Mögliche. Ja. Die waren da sehr kreativ. Ist nicht sehr bequem, so eine Perücke. Gerne hätte sich Alexander eine andere Verkleidung ausgesucht. Aber das einzige Kostüm im Fundus der Therapieeinrichtung, das ihm passt, ist ein Frauenkleid. Ich betrachte eigentlich uns Menschen generell nicht als schön. Es gibt halt ein bisschen attraktivere und weniger attraktive, aber ich finde, jeder Mensch hat irgendetwas Schönes an sich. Wie gesagt, das ist ein ganz relativer Begriff. Alexander steht erst am Anfang seiner Therapie. Fast ein Jahr soll er noch in Hochwolkersdorf bleiben. Das größte Problem für ihn ist die Abgeschiedenheit. Und dass hier nie etwas los ist. Alexander ist ein Stadtmensch. Und er vermisst seine Freundin. Der Bahnhof St. Pölten, 7 Uhr morgens. Für Günther ist es soweit. Er soll auf Entzug in das Landesklinikum Mauer bei Amstetten. Lust auf Alkohol hat er schon lange keine mehr. Er beschreibt seine Sucht eher mit einem Verlangen danach. Auch heute hat er schon getrunken.
Begleitet wird Günther von seiner Schwester Monika. Er sagt, seine Schwestern würden ihm weniger dreinreden als seine Frau. Oh, du schaffst es auch. Was werden Sie denn am meisten vermissen? Die ganze Familie mit den Viecher. Das Hund, Kotz, Meerschweinchen, Händel, alles. Sicher, es ist schon lang, aber die Zeit vergeht eh bald, nicht? Sechs Wochen wird die Therapie dauern. Die erste Woche, das weiß er vom letzten Mal, wird die schwierigste. Auf Null runterfahren. Davor hat er am meisten Angst. Ja, bitte, Sir. Ihr müsst euch jetzt verabschieden voneinander, gell? Sie wissen eh, wie es mit dem Telefonieren funktioniert, dass dreimal in der Woche anrufen dürfen und Besuche, dass es bei uns auf der Station keine gibt. Ah, in der Woche kann man auch dreimal anrufen? Nein, sie nicht, er darf sie anrufen. Ah, er darf. Mhm. Okay. Und am 5. dann ist sie ganz normal. Dann ist sie normal. Okay, ja. Okay. Ja, bitte schön, wenn ihr euch verabschiedet, gell? Gut, dann geht's. Okay, tschüss. Okay, danke, gell? Und bis. Mach's gut. Gell? Ja. Wird schon werden. Ja. Bis nächste Woche, ja. Gern geschehen. Tschüss. Okay, danke. So, wenn wir zwei gingen rein. Bitte, wenn Sie mitkommen, in den Koffer mitnehmen. So, gut. Bitte, wenn Sie mir das anschauen und ankreuzeln, was Ihnen schmeckt. Und auch wollen Sie gerne in der Früh ein Fruchtjoghurt oder ein Stück Obst? Ein Fruchtjoghurt. Passt? Ja, ja. Na, super. Na schon. Darf ich meine gar nicht sagen, wenn ich so verweint wird. Wir sind ja gut gekommen. Ja. Verpflichtend für alle Neuankömmlinge ist ein Alkoholtest. Das ist bei uns, dass wir wissen, dass ob der Patient 0,0 hat oder wie viel Promille hat, reicht ja die medizinische Behandlung dann danach. Und ob wir jetzt einen krassen Entzug zu erwarten haben oder nicht, das ist komplett. So, bitte schön, Sie kennen das eh. Bitte so lange blasen, bis ich stopp so. Stopp, danke schön. Was haben Sie denn heute schon getrunken? In der Früh zum Start brauche ich mir was. Ja, ja. Das ist ja das Problem, wegen dem sind sie ja da, gell? So schaut's aus, nicht? 1,5. 1,68. Vor der ersten medizinischen Untersuchung wird nun im sogenannten Anamnesegespräch die gesamte Vorgeschichte von Günther dokumentiert. Kopf kriege ich nur, wenn ich zu einem hohen Blutdruck. Und der Blutdruck aufgerade ich mir nicht. Aber kalt, warm, Schüttelfrost, nicht? Und mein Einschlafen und alles. Im Gespräch wird auch eine drohende Scheidung thematisiert. Nein, die ist ein guter Kerl, die macht es nicht, was man ja braucht. Weil technisch ist meine Frau ein Null. Auf der ist gesagt. Weil sie weiß, ich kann alles und ich mache alles im Haus. Und sie ist angewiesen an mich. Nicht? Aber. Sie spielt jetzt öfters einen müden Mann. Ja, sie, verständlich, sie muss, oder? Ich mein... Sie muss. Es hilft ja nichts. Aber sie glaubt, sie kann halt das, dass man da auf Null steht, auf den Punkt. Mhm. Aber wenn ich nicht kann, kann ich nicht. Nicht? Weil sie weiß, was ich alles mache. Ich mein, sie kann nicht mit einem Rosenmäher umgehen und nichts. Weil das alles ich mache, nicht? Na, vielleicht will sie auch nicht zuschauen, wie du ruinierst. Bitte? Vielleicht will sie auch nicht zuschauen, wie du ruinierst.
ja, das. Sau auf der Grund, gell? Ich müsste jetzt da weitermachen. Es ist 18 Uhr. Günther hat alle Untersuchungen hinter sich. Was nun folgt, ist der Entzug. Auf alle zu erwartenden Entzugserscheinungen wurde er medizinisch vorbereitet. Ärzte stehen im Fall der Fälle rund um die Uhr zur Verfügung. Heute in der Früh hat Günther zum letzten Mal Alkohol getrunken. Für ihn ist das schon lange her. Zurück in Hochwolkersdorf in Niederösterreich, beim Verein Reintegration. Einen Monat nach der Faschingsfeier möchten wir Alexander wieder besuchen. Er ist nicht da. Man sagt uns, dass er vor 10 Tagen nach Wien gefahren und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sei. Wir erreichen Alexander telefonisch. Er erzählt uns, dass er in der Gruft gelandet sei, einem Obdachlosenasyl. Wir fahren hin. Kein Alexander. Wir erfahren, dass er gerade hinausgeworfen wurde. Er hat angeblich in stark alkoholisiertem Zustand Streit gesucht. Es ist 11 Uhr Vormittag. In einem Café gleich in der Nähe finden wir ihn schließlich. In Begleitung einer Frau, die er im Obdachlosenheim getroffen hat. Ich habe dich gleich kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt heute, wie es mir nicht gut gegangen ist eben. Und ich konnte auch mit keinem reden, ich wollte auch nicht. Du hast die Leute gesehen, da wo wir jetzt waren. Und das sind alles Egoisten, denen ist es egal. Oh, okay. Und auf jeden Fall, der Einzige, was gesehen hat, dass es mir nicht gut gegangen ist, war er. Es ist schwierig, mit Alexander ein Gespräch zu führen. Er erzählt uns, dass er seit einer Woche wieder trinke, weil seine Freundin versucht habe, sich umzubringen. Sie hat es mir nicht begründet. Sie hat einfach die Buße aufgeschnitten. Warum? Weiß ich nicht. Ich will ja um meine Schwester fahren. Nein, ja, sicher, gell? Aber es ist gut, du musst weinen. Weinen ist ja wichtig, weißt du? Ja. Es ist wichtig. Auch als Mann, weißt du? Okay. Und das finde ich gut. Das ist kein Respekt. 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 Vom letzten Interview war es ja eigentlich relativ wenig. Ich weiß, dass es in der Nähe von der Kettenbrückengasse stattgefunden hat. Da war das Level schon ziemlich hoch, sagen wir mal so. Ja. Alexander ist im Landesklinikum Neunkirchen in Niederösterreich. Eine gute Freundin hat ihn hierher gebracht. Er soll erneut einen körperlichen Entzug machen. Erst dann darf er seine Therapie in Hochwolkersdorf fortsetzen. Der alte Schmäh, um zu vergessen, um zu verdrängen, geht halt auf einen Drink. Ne? Naja, dass bei dem Drink nicht blieben ist, das wissen wir, sonst würde ich jetzt nicht da sitzen. Ja, ja, das sind halt dann fast 2 Wochen geworden. Hotels kenne ich mittlerweile, glaube ich, fast alle in Wien. Ja, ist eigentlich ganz lustig. Und ja, und haben wir es halt einfach, wie soll ich sagen, ja, gut gehen, klingt das lächerlich eigentlich, aber gut gegangen ist man nicht, in dem Moment schon, ja, in dem Moment war alles leibend, ja. Alexander hat während seiner 10-tägigen Sauftour über 4.000 Euro ausgegeben. Zuerst wohnte er im Luxushotel. Nach und nach wurden die Quartiere billiger, bis er im Obdachlosenasyl landete, weil das Geld ausging.
Der Selbstmordversuch seiner Freundin sei schuld gewesen, erzählt er uns. Das habe all die alten Ängste wieder zum Leben erweckt. Seine Mutter ist gestorben, als Alexander 6 Jahre alt war. Auch seine restliche Familie lebt nicht mehr. Normalerweise dürfen Patienten während der einwöchigen Entgiftungsphase den Therapieplatz nicht verlassen. Für die Sonnenfinsternis heute hat man eine Ausnahme gemacht. Seit 3 Wochen ist Günther nun im Landesklinikum Mauer und er nützt so ziemlich jedes Angebot der Therapie. Nordic Walking, Tai Chi, Akupunktur, aber auch viele Einzel- und Gruppentherapien. Er möchte es diesmal unbedingt schaffen. Seine größte Motivation, er will wieder einen Job finden. Dafür aber, sagt er, muss man erst einmal trocken werden. Am wichtigsten ist Günther der Sport. Früher ist er täglich mit seinem Rennrad gefahren. Nun möchte er wieder zur alten Form finden. Seine Frau Melita ist heute zu Besuch. Sie ist überrascht. So lebendig, sagt sie uns, sei Günther schon lange nicht gewesen. Über die Blumen freut sie sich sehr. Doch ganz traut sie der Sache nicht. Bei den letzten 2 Entzügen kam immer irgendwann der Rückfall. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, die Umstellung. Aber ich habe gesagt, jetzt fährt bald der Zug ab. Weil ich halte das nicht mehr, lang aus. Er muss sich jetzt zusammenreißen. Und der weiß ganz genau, dass das gefährlich ist, wenn er trinkt. Weil bei der Melissa, bei der Erstkommunion zum Beispiel, ist er zusammengebrochen vom Zug, 1 Woche vorher. Und da war er nicht dabei. Die Melissa hat gerät, ja, es kann man nichts machen. Alle haben es getröstet, die Tanten. Und im Spital haben sie dann gesagt, er muss Notbremsen sowieso ziehen. Weil das war ganz schön schlimm letztes Mal, wie er das gehabt hat. Muss auf die Kinder schauen, auch ein bisschen. Da war es sehr traurig, die Melissa. Ja. Sicher, es werden Höhen und Tiefen. Ja, sicher. Das ist der Leben auch sicher, das erlebt ja jeder noch. Es ist ja im Leben so, nicht? Wenn man verheiratet ist, nicht? Das gehört dazu einfach. Ja. Die sind schon lange beieinander. 3 Wochen dauert Günthers Entzug noch. Alexander in Hochwolkersdorf hat noch mindestens 8 Monate vor sich. Das ist immer das Nervigste, das ist Kartoffelschälen, Apfelschälen. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Alexander hat den erneuten Entzug überstanden. Und er hat Glück, er darf in Hochwolkersdorf bleiben. Alle Patienten arbeiten, das ist Teil der Therapie. Sie sollen sich an einen normalen Alltag gewöhnen. Es gibt eine Tischlerei, eine Gärtnerei und eine Keramikwerkstätte. Alexander hatte im Vormonat Küchendienst. Er soll jetzt seinen Nachfolger einschulen. Mithelfen, ja, im Moment sage ich jetzt einmal beim Schälen, sage ich jetzt einmal, glaube ich, wir sind da jetzt fast am Ende. Wenn er irgendwo was braucht, dann gehe ich ihm zur Hand. Und solange man aber nichts sagt, ja, melde ich mich nicht freiwillig. Irgendwann einmal möchte Alexander ein Filmdrehbuch über sein Leben schreiben. Stoff gäbe es da genug, meint er. So war er einst Profi-Thai-Boxer. Dann hatte er ein Lokal, das belgische Waffeln verkaufte. Später eine ganze Kette von Solarien. Sein Film soll von vielen Frauen erzählen. Aber auch von Kindern, die dann doch nicht seine waren. Und von nicht ganz so legalen Geschäften, weswegen er bis heute ein paar offene Rechnungen beim Finanzamt hat. An das ruhige Landleben werde er sich wohl nie gewöhnen, sagt er. In der Mittagspause zeigen wir Alexander die Bilder seines Rückfalls. Als er betrunken war, meinte er,
dass wir das alles senden dürften. Das wird spannend, ne? Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, es sich nüchtern noch einmal zu überlegen. Wie es mir geht, wie schießen. Wollte ich nicht, habe ich nicht verhindern können. Ja. Das ist aber hart, weißt du, warum nicht? Ich bin perma. Weißt du, was für mich das Problem ist? Verstell dich in die Lage. Ich will eine Frau. Ich bin 39, Mann, ja. Ich will eine Frau, eine Wohnung und meine Zukunft. Fertig. Da, mir verschnitzt er selber ein bisschen die Sprache, ne? Ja, also es ist, es macht durch solche Eskapaden meine Familie oder Großmutter nicht wieder lebendig. Es repariert meine Ehe nicht, ne? Bringt meine Schwester nicht wieder zurück. Tja, alles, was davor passiert ist, wird trotzdem passiert. Hat mich um nichts weitergebracht, hat mir um nichts irgendetwas leichter gemacht. Gut zu sehen und verstehe, sage ich jetzt einmal, dass das im Endeffekt keine Lösung oder kein Ausweg ist. Ja. Alexander Rustami möchte sich in sein altes Leben zurückkämpfen. In einem Stadel des Therapiezentrums in Hochwolkersdorf gibt es ein improvisiertes Fitnessstudio. Bisschen aus der Norm fallen. Tut manchmal gut, befreit ein bisschen. Und wer sagt denn, dass die Norm auch immer wirklich das Richtige ist? Alexander hat aufgehört zu rauchen. Und seit seinem letzten Wochenendausflug hat er eine neue Freundin. Kontrollverlust hatte ich. Sonst wird es diese coolen Videoaufnahmen von mir nicht geben. Hat es davor auch schon gegeben. Und werde ich nicht mehr zulassen, dass ich mich selbst außer Kontrolle bringe. Günther ist seit 2 Wochen wieder zu Hause. Eine neue Arbeit hat er noch nicht gefunden. Heute ist Feuerwehrfest. Früher hat Günther immer mitgeholfen beim Händelbraten oder beim Abwaschen. Diesmal gönnt er sich eine Pause. Er möchte einfach nur Gast sein. Er erzählt uns, dass dieses Feuerwehrfest sein wahrscheinlich erstes seit fast 40 Jahren ist, das er komplett nüchtern feiert. Da muss ich aufpassen, dass man heute halt nicht in so ein Glück in so eine Runde reinkommt, wo man schwer rauskommt. Nicht? Aber so weit was ist ja nicht gekommen. Nicht? Ich hoffe, dass es so bleibt. Ein Jahr später. Wir besuchen Günther und seine Frau Melita und wollen wissen, wie es ihnen heute geht. Langsam. Günther hat durchgehalten. Er erzählt, dass er seit seinem Entzug keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken hat. Und auch in der Ehe scheint alles wieder in Ordnung. Ich habe die Frau nicht gefragt, aber ich glaube,
sind zufrieden. Ja. Ist jetzt viel leichter, weil er jetzt das alles schwere Zeit hinter sich gelassen hat. Jetzt kommen wir mehr zu ihm, kann man mehr reden. Zuerst ist er mir, hat immer gesagt, ich bin immer gegen ihn. Sag ich, nein, ich bin nicht gegen ihn, aber jetzt ist es besser geworden. Ich bin so froh, dass wir das so ist. Das ist eigentlich gut geworden. Ja, wir sind eh da, gell? Angst habe ich nicht mehr, dass er was trinkt. Die schwere Zeit habe ich hinter mir gelassen. Auch eine neue Arbeit hatte Günther gefunden. Jetzt ist er aber im Krankenstand. Eine Schulterverletzung plagt ihn. Er soll in einem Monat operiert werden. Der Julius-Tandler-Platz in Wien. Hier soll Alexander Rostami gerade sein. Zumindest hat er uns das am Telefon gesagt. Wo genau, weiß er selbst nicht. Er sei wieder drauf, sagt er, also betrunken. Dann reißt das Gespräch ab. Einen Tag später erreichen wir ihn wieder telefonisch. Sein Zustand ist unverändert. Alexander kann kaum sprechen. Er weint. Eine Freundin, die bei ihm ist, sagt, dass Alexanders Fuß schwer verletzt sei und sie ihn jetzt in das Lorenz-Böhler-Krankenhaus einliefern werde. Alexander hatte einen schweren Rückfall. Er hat fast eine Woche durchgesoffen. Naja, ist schon einmal besser gegangen. Wie gesagt, an und für sich so das Jahr war recht gut. Im Februar hat er den Sprunggelenk einfach gebrochen. Pech, wie ich habe, wo normalerweise das Sprunggelenkbruch nicht so allzu großes Problem ist, dass sich bei mir Entzündungen eingeschlichen haben. Nach, glaube ich, 23 Eingriffen ist auf der Seite das Loch einfach zu groß gewesen. Und dann haben sie vom Oberschenkel eben eine Transplantation gemacht. Und das ist mir dann einfach alles zu viel geworden. Ja. So ist das dann. Dann wirst du einfach schwach und. Oder zumindest ich. Vielleicht gibt es Leute, die das nicht werden. Aber ich stehe jetzt eigentlich da vor dem Nichts. Ja, ist alles ein bisschen viel auf einmal gekommen. Primarius Helmut Jelem vom Landesklinikum in Neunkirchen hat vor einem Jahr den Entzug von Alexander Rostami geleitet. Er ist besorgt über den Zustand seines ehemaligen Patienten. Eine Ferndiagnose sei aber schwierig. Aber ich glaube, er müsste vieles in seinem Leben verändern. Er müsste lernen, mit Kränkung umzugehen, mit gewissen Erfahrungen umzugehen. Ein bisschen sich überlegen, muss alles so sein, wie ich es möchte? Kann ich auch mal wo verlieren? Ich glaube, dass in seinem Fall, ist meine Vermutung, er möge mir verzeihen, der Alkohol so ein little helper ist, der mir am Anfang hilft. Und dann, glaube ich, ist er so drinnen, gefangen in dem, ja, dass er echt nicht mehr raus kann. Alexander muss jetzt schnell nüchtern werden. Die Ärzte machen sich Sorgen um seinen Fuß. Schon morgen soll er wieder einmal operiert werden. Aber ich denke nicht drüber nach, warum gerade mir, sondern ich denke mal, das könnte jeden von uns treffen. Ja. Wir könnten da die Rollen jetzt auch tauschen. Das ist so, dass manchmal du kommst irgendwo vom Lebensweg ab oder triffst irgendwo auch noch so kleine falsche Entscheidungen, aber die dann im Endeffekt ja, einen katastrophalen Ausgang haben. So ein Rückfall oder so ist ja auch eine Kränkung für den Patienten. Man darf auch nicht glauben, dass jemand sagt, ja, jetzt bin ich jetzt so lange nüchtern gewesen, jetzt trinke ich wieder. Sondern der merkt natürlich auch, dass er wieder in das Alte zurückfällt und merkt, dass der Alkohol nicht nur ein Freund ist, sondern auch ein Feind, beziehungsweise
ein schwieriger Freund, der wo er viele Opfer bringt, dass er so leben kann. Ja? Und der hat natürlich Schuldgefühle und glaubt, dass er alles falsch gemacht hat und ähnliches. Also eine schwere narzisstische Kränkung. Ja? Insofern auch interessant, weil viele Leute ja, weil sie Kränkungen nicht aushalten, Alkohol trinken. Das kommt, da kommen wir zu den guten Absichten, sozusagen unter Anführungszeichen, des Trinkens. Also da braucht er gerade ein gutes Getränk jetzt, damit er das überwindet, aber kein Alkohol. Alexander erzählt uns, ein Arzt eines anderen Krankenhauses hätte ihm vor 2 Monaten gesagt, dass vielleicht sein Fuß amputiert werden müsse. Dann hat er 2 kleine Flaschen Wodka getrunken. Der Anfang vom neuerlichen Ende. Nachdem wir Günther vor einem Jahr porträtierten, gab es im Dorf viele positive Reaktionen auf seinen Fernsehauftritt. Sogar die Dorfwirtin ist stolz auf ihn. Günther erzählt, dass er auch viel Post bekommen hat. In den Briefen wird er für seinen Mut bewundert, dafür, wie offen er über seine Alkoholsucht spricht. Die alten Aufnahmen von ihm möchte er aber nicht so oft sehen. Die Vergangenheit geht ihm noch zu nahe. Ich denke zurück an die alten Zeiten nicht. Meine, das sehe ich nicht. Wie dreckig, was mir gegangen ist nicht. Und da sehe ich, wie gut es mir jetzt geht. Nämlich, da kommt man das schon nicht. Das Ganze nicht. Und ich sehe, dass mir jetzt einfach so besser geht. Und darum will ich dann immer zurückgreifen. Nicht? Das. An das denkt man schon zurück immer nicht. Das darf man nicht anstellen. Nicht? Ich bin stolz auf ihn, dass er es geschafft hat. Die Kinder auch alle. Zwar, wenn ich so. Gell? Sind alle stolz. Auch die Schwiegerinnen. Alle sagen, haben mich ein paar Mal angeredet. Ich bin stolz auf die. Ja, steigen hinter mir alle, nicht? Das ist ja das. Ja. Was würden Sie denn machen, wenn er wieder trinkt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich versuche es halt zu handeln und wenn es überhaupt nicht mehr geht, glaube ich, da ist noch eine Sicht verlassen. Aber ich tue mir halt schwer ohne ihn, weil du gewohnt bist mit ihm. Alles miteinander und so, es war schon drum, sage ich dir. Die Kinder hängen ja sogar. Weil er im Grunde ein herzensguter Mensch ist. Und da müssen halt beide drauf arbeiten. Es ist so. Es nutzt nichts. Ja. Man sieht ja, dass es einem besser geht. Ja, genau. Ja. Und da wird man da nicht wieder so dumm sein und zurückfallen. Das geht ja nicht. Weil dass man da alle enttäuscht wieder nicht. Das kann man nicht. Nein, nicht. Das kommt nicht. Das geht nicht. Das geht nur auf ihre, nicht? Christina Schafhauser ist eine langjährige Freundin von Alexander Rostami. Sie leitet in Wien eine private Notrufzentrale für hilfsbedürftige Senioren. Dorthin kam letzte Woche auch Alexander, vollkommen betrunken, hilfesuchend. Christina erzählt, dass sein Fuß so angeschwollen gewesen sei, dass sie ihn sofort ins Spital gebracht habe. Es ist nicht das erste Mal, dass sie für Alexander da ist, wenn er Hilfe braucht. Geht besser. Hallo. Komm, setz dich zu mir. Warte mal, nicht, dass ich irgendwas kaputt mache. Nein. Solange du mir die Schläuche nicht abklemmst, ist alles gut. Hoffentlich langsam besser. Seit letzter Woche ist Alexander 3-mal operiert worden. Schmerzen? Ja, geht, sag ich jetzt mal. Was die Alexander erzählt, dass die meisten Freunde nichts mehr von ihm wissen wollen. In seinem Handy hat er nur mehr 4 Telefonnummern gespeichert. Eine davon gehört Christina. Solche Schmähs brauchst du nicht machen. Ja, ich weiß eh, Schatz, gleich. Jetzt tu nicht gleich wieder schimpfen mit mir. Ja? No. Ja, genau. No. Ich glaube, ich kenne ihn einfach schon zu lang, um ihn irgendwie fallen zu lassen. Es hat sicherlich auch alles seine Grenzen. Ja? Wo liegen die?
Ich weiß nicht, wenn er jetzt mir gegenüber mal handgreiflich werden würde im alkoholisierten Zustand oder solche Sachen. Das aber tun. Das würde er ja nie tun. Also mir hat er noch nie, seit ich ihn kenne, und das sind fast wirklich 15 Jahre, irgendwas getan. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja? Sonst würde ich das ja nicht tun. Ja? Also so ist es. Ja. Wie ist jetzt passiert? Weil mich das einfach jetzt mit meinem Fuß fertig gemacht hat, die ganzen Rundumstände einfach fertig gemacht haben. Christinchen, bitteschön. Ja, aber du kannst nicht immer, wenn dich irgendwas niederbrackt, so saufen, dass du nicht mehr weißt, wo Gott wohnt. Ja, das stimmt schon, nur würde es dir so super toll gehen und würdest du jetzt mit allen euphorisch und total glücklich sein und total happy sein und du hast kein Problem, dann greifst du weder zu Kokain, dann greifst du weder zu Marihuana, dann greifst du weder zu Alkohol, noch zu Nikotin, noch zu sonst irgendetwas. Sondern du greifst dazu, weil du deinen Zustand verbessern möchtest. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Du gehst heute fort. Warum gehen die Leute heute fort und kaufen sich in einem Club Alkohol? Ich kenne die wenigsten Leute, die heute fortgehen und gehen dort rein und sagen, okay, ich bestelle mir jetzt ein Bago Marille und shake da bis um 5 in der Früh durch. Hm? Funktioniert nicht, die Stimmung kommt nicht so auf, weil du einfach aus dir nicht so rausgehst. Das ist so. Und das ist halt dann das Problem, dass das funktioniert. Wenn du aber jetzt ein Problem hast und wenn du jetzt etwas hast, was an einer Psyche nagt, dann gibt es dieses Kontrollierte nicht. Dann gibt es das, bis dein Körper einfach WO gibt. Ja? Und nicht bis einfach, dein Kopf gibt nicht auf, dein Körper gibt auf. Ich weiß, wenn ich jetzt an früher zurückdenke, er hat schon immer geschafft, viele Leute auf einmal zu begeistern. Also er ist immer in einen Raum hineingekommen und hat einmal Action gemacht. Ja. Und dass er halt immer wieder aufsteht. Das ist, glaube ich, das, was dich am meisten irgendwie ausmacht. Das stimmt. Ja. Wie hast du gesagt? Scheiße geht nicht unter. Scheiße geht nicht unter. Diesmal könnte es aber wirklich eng werden. Alexander ist jetzt nüchtern, aber er hat kein Geld, keinen Job, keine Perspektive. Sein Fuß schmerzt, trotzdem begleitet er Christina zur Verabschiedung nach draußen. Okay. Bist warm. Ja, geht, ja. Ja, ich sage ja, 2016 war jetzt auch nicht mein Jahr, 2015 auch nicht. Ja. Also wenn 2017 nicht besser wird, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Machen wir schon. Wird schon. Ja, gut, ich hau jetzt ab. Gut, süßer, es war ursüß und dir. Danke. Alles gut. Okay, Papa, schon geschickt. Haben wir uns. Wir hören uns, ja? Papa. Ah. Wie lange Alexander noch im Spital bleiben muss, weiß er nicht. Wenn er entlassen wird, steht er auf der Straße. Vor 5 Tagen, während er hier im Lorenz-Böhler-Krankenhaus operiert wurde, hat ihm der Quartiergeber die Wohnung gekündigt. Seine Habseligkeiten hat Christina abgeholt. Sie sind jetzt in einem Lager außerhalb Wiens. Wird alles wieder gut? Fragt er uns zum Abschied. Wir hoffen es. Günther hat ein neues Hobby. Er sammelt im Dorf Äpfel und presst in seinem Garten Apfelsaft. Ich bin stark eigentlich, nicht? Weil ich gebe nicht nach. Man darf sie nicht unterkriegen lassen. Und mit Alkohol lässt man sie leicht unterkriegen. Darum darf das nicht passieren mehr. Und Günther sieht sich heute nicht mehr als Alkoholiker. Er sieht die Sache so. Würde er etwas trinken wollen, dann könne er das tun. Er wolle aber nicht, weil er weiß, wie schwierig es ist, vom Alkohol wieder wegzukommen. Das wird nicht so einfach gehen, mit einfach so aufhören. Nicht? Und
Ja, wenn man da drin ist, denkt man sich, ah, eins geht nicht, ich höre morgen auf. Ich höre morgen auf. Das verschiebt man von einem Tag am anderen, eine Woche um die andere. Und nimmt sich öfters ein Ziel, sagt erst der Jänner, dann sagt man auch ein zweiter und das rennt immer so dahin. Und das geht nicht. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Es ist ein langer Weg immer, aber nur muss man da mitspielen. Weil sonst geht es nicht. So, jetzt muss ich das ein wenig anrennen da. Ja, wie es jetzt ausschaut, ist mir der Apfelsaft lieber. Und noch dazu selber gemacht, ohne Chemie, nicht? Aber gern kann der nicht, oder? Nein, den muss man jetzt erhitzen. Nicht? Den hitze jetzt auf 80 Grad, dann führe ich den Flaschen ab, den ganzen Winter einen guten Apfelsaft dann selber gemacht. Nicht? Bevor mein Wirtshaus einmal da umhuckt, ist mir da mehr geholfen. Prost. Das sind heuer wieder süß. Nächsten Donnerstag, Zweifel am Testament. Ich war mein ganzes Leben lang ehrlich. Ja. Können Sie mir sagen, warum ich ein Testament fälschen soll? Ich weiß genau, dass das eine Fälschung ist und dass das niemals meine Tante geschrieben hat. Jetzt hat sie behauptet, sie hätte das gefunden vor 14 Tagen. Wer da ein Psychopath ist, möchte ich wissen. Am Schauplatz gerecht mit Peter Resetaritz. Nächsten Donnerstag, ORF 2.